Guten Morgen. Heute habe ich mir einen schönen Kräutertee gemacht und nachher erzähle ich euch ein bisschen mehr, wie der Tag heute ablaufen wird. Bis dann. Hallo, hier ist Jasmine von Hase Production. Ich weiß, im Hintergrund ist relativ laut. Ich habe das Fenster auf zum Lüften und unsere Heißluftfritteuse läuft. Aber ich wollte euch nur kurz sagen, um was es diese Woche geht oder dieses Video. Ich mache einen Vlog, weil mein Mann und mein Sohn dieses Wochenende unterwegs sind. Vater-Sohn-Wochenende. Ich bin mit der Hob alleine zu Hause. Heute Morgen habe ich euch schon gezeigt, dass ich Tee getrunken habe. Jetzt gibt es gleich Mittagessen und nach Mittagessen fahren die dann weg. Ich werde heute noch ein paar Sachen im Haushalt erledigen und dann werde ich mal den lieben Herrgott einen guten Herrn sein lassen und einfach mal am Samstag, also morgen, einfach mal genießen ohne große Aufwände. Ich werde essen, was meine Lieblingsessen sind und natürlich mich um die Hob kümmern, mit der ein bisschen draußen sein. Also heute sieht das Wetter noch gut aus. Es soll zwar schlechter werden, aber schauen wir mal, was passiert, was wir machen. Hab auch noch so ein paar Pläne, was ich eventuell so noch erledigen möchte. Und ja, lassen wir alles mal auf uns zukommen und ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal noch einen schönen Tag und ich hoffe, euch gefällt das Video. Bis dann. Ja, ich weiß, es ist heute absolut ungesund, aber es sind Chicken mit Nuggets, Chili Cheese Nuggets, Pommes. Und ich finde, als Ernährungsberaterin, das muss auch einfach mal zwischendrin sein. Also dann. Hallo, da bin ich wieder. Also, Mann und Sohn sind jetzt abgereist, in Anführungsstrichen. So viele Kilometer ist es ja nicht weg von uns zu Hause. Ich habe jetzt schon mal zwei Sachen erledigt, die ich machen wollte. Und ganz ehrlich, mein Mann hat mir gesagt, ich soll mich gar nicht so stressen. Es soll mein Wochenende werden, wo ich mal mehr oder weniger alleine bin und mich ein bisschen ausruhen kann. Und genau das werde ich jetzt machen. Ich schaue mir gerade, obwohl ich schon mal gesehen habe, Anne with a E an auf Netflix. Kann ich nur empfehlen. Was ich auch empfehlen könnte für euch wäre Selfmade. Ist nach einer wahren Begebenheit mit der ersten amerikanischen schwarzen Millionärin. Auch auf Netflix. Aber ich werde jetzt mich noch mal ein bisschen auf die Couch lümmeln und nachher mit der Hob runtergehen und mir was zu essen machen. Was ich mir zum Essen mache, das seht ihr nachher. Und ja, ich sollte wirklich mal sagen, Auszeit und die Zeit genießen, wenn ich nichts zu tun habe. Also dann. Wir hören uns oder sehen uns nachher wieder. Also bis dann. Ciao. Hallo, ja. Auch wenn mein Mann gesagt hat, ich soll das Wochenende genießen. Ja, ich habe halt immer im Hinterkopf, was ich noch zu tun habe, und das ist mein Bügelberg. Da werde ich mich jetzt drüber hermachen. Und ja, gestern Abend hatte ich vergessen, euch zu sagen, falls ihr euch wundert, was das hier ist, ich habe eine Tischdecke angefangen zu sticken für Weihnachten. Ja, ich weiß, ist noch lange hin, aber trotzdem. Ich habe es einfach vergessen. Also, es gab bei mir gestern Abend provenzalische Garnelen in Sahnesoße.
Dazu ein Stück Ciabatta-Brot frisch aufgebacken, eine Tomate gefüllt mit Mozzarella, Basilikum und Frühlingszwiebel. Jo, okay, und dann hören wir uns gleich nochmal oder später nochmal. Schauen wir mal. Bis dann. Ich habe mich gerade umentschieden und werde erstmal Mittag essen. Das ist so eine Salatmischung mit Eisbeer, Karotte, Weißkohl etc. Ein kleines Stück Ciabatta-Brot und Minutensteak. Das findet ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Kurz angebraten mit Spinat, Knoblauch, Zwiebeln und überbacken mit Käse. Oh ja. Freue ich mich jetzt richtig drauf. Und dann hören wir uns zum Abendessen wieder oder was ich sonst noch mache, gell? Mein Abendessen, nichts Besonderes, eine TK-Pizza, da habe ich mir noch ein bisschen Käse drauf getan und ein gemischter Salat. Ja. Und dann hören wir uns morgen früh zum Frühstück nochmal. Hallo, ich habe mal wieder Butterplätzchen gemacht. Den Teig habe ich gestern schon gemacht und diesmal halt, ja, Figürchen, die ich mochte. Beim letzten Mal hatte ich ja Zug und sonst was alles, was Jaden wollte. Ich mache mir jetzt hier nebenbei mein Frühstück-Mittagessen-Kombi. Das ist Paprika-Tomaten-Ragout. Mit ganz viel Knoblauch, Zwiebeln und Chili. Da drin wird jetzt das Ei noch püriert. Das wird dann mein Frühstück-Mittagessen-Kombi. Es ist jetzt 21:15 Uhr. Ich bin relativ spät dran, aber Mittagessen werde ich dann nicht. Und ja, jetzt werde ich dann das gleich essen und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Hallo, jetzt melde ich mich auch noch mal kurz. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe das Wochenende wirklich sehr genossen, dass ich einfach mal entspannen konnte und Ruhe genießen konnte. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, natürlich darüber auch, wenn ihr mich jetzt kostenfrei abonniert. Und ansonsten schöne Zeit.